Moin Moin, herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal und ich habe mal wieder was Neues und das ist dieses hier, ein Lockpicking-Set. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie im Internet, weißt ja, bei YouTube, da kommst du von hier nach da und sowieso und auf einmal hatte ich Videos über Schlösser knacken und habe mir gedacht, ja, das ist doch ein Skill, der kann ja vielleicht mal nützlich sein, von daher habe ich mir das Teil bestellt bei Amazon. Link ist in der Beschreibung. Könnt ihr da bestellen, dann kriege ich einen kleinen Prozentsatz davon ab. Und euch kostet das nicht mehr. So, wir gucken mal, was hier drin ist. Einmal das hier. Eine Anleitung. Ein normales, was ist das, Zylinderschloss oder wie heißt das? So, und ein transparentes Vorhängeschloss. So, jetzt mal weg damit. Gucken wir mal hier rein. Das ist dann ja wohl das berühmt-berüchtigte Lockpicking-Set. So, ich muss sagen, ich bin kompletter Anfänger. Ich habe null Plan davon. Ich habe mir ein Video angeguckt. Gucken wir doch mal. Die sind ein bisschen dehnbar. Oh, der ist ein Ticken dicker hier. Oh. Oh, ich pack das mal hier so hin. Upsa. Und so. Muss ja auch alles seine Ordnung haben. Auch so halbwegs dünn und dick. So, hier sind jetzt welche, die sind rund in der Mitte und an den Seiten halt abgeflacht. Fokus, danke. Und auch verschiedene Richtungen. Einmal da 90 Grad gedreht und der ist in gleicher Richtung geplättet. Und hier noch ein langer, der ist auch einmal getwistet hier. Naja, gut. Was ist das hier? Das hier sind, keine Ahnung, da kannst du halt ein bisschen was noch reinpacken. Schnapp ich mir mal so ein. Kameras hier. Bisschen flexibel sollten die, obwohl müssen die flexibel sein? Eigentlich ja nicht. Die müssen ja eigentlich nur dünn sein, damit die ins Schloss reingehen. Aua. Und spitz. Au. Gut, dann äugen wir uns mal das Schloss hier an. Schallschlüssel. So, ich hatte bei anderen Rezensionen gelesen von dem Set, dass das Schloss hier kaputt war. Aber da hatte ich wohl Glück jetzt. Das ist halt nur so in Acryl gegossen hier. Also ich denke mal, wenn man das einmal fallen lässt, dann ist vorbei. Aber es ist schon interessant, wenn man die Technik so sieht. Wie das so aufgebaut ist, so ein Schloss. Gucken wir mal. Zack. So, jetzt sind die ganzen Pins auf einer Linie. Und das Teil lässt sich drehen. Und da sieht man die anderen kleinen Pins, die quasi mit dem Schlüsselbart in eine Höhe gedrückt werden. Was ist das denn? Der letzte, der ist offen. Okay, der letzte. Also der Pin ganz links hier ist wohl so ein Fake-Pin. Der wird halt nicht berührt von der ganzen Sache. Sieht man auch, ist keiner drin. Naja, gut. Ist ja nur zum Üben. Üben pop Üben. Na gut. Gut, dann gucke ich mal, wie das so funktionieren tut, ne? So. Wir fangen mal an mit vielleicht mit diesem. Ja, doch, das könnte so. Also man soll wohl irgendwie das hier so reinhalten. Also hier unten rein quasi. Also nicht da, wo die Pins sind, sondern auf der anderen Seite. Und so leichten Druck ausüben. Und dann schnappt man sich hier. Ich nehme mal den hier. Der sieht so lustig aus, wie in Computerspielen halt. Und dann geht man hier so rein. Jetzt mal gucken, wo ich hier richtig gucke. Und irgendwie soll man dann hier wohl so nur so lang fahren.
Okay, das war einfach. War geil. Mein erstes geknacktes Schloss. Juhu! Okay, ich probiere mal einen anderen. Vielleicht geht das ja mit dem runden Michelin-Männchen hier ganz gut. Mal sehen. So, ja. So, nochmal. Den hier rein. Warum muss man nicht den nehmen? Habe ich da vielleicht einen bisschen besseren Hebel? Oder bessere Halteposition? Naja, mit dem anderen geht das schon besser. Das hier quasi so mit dem Ringfinger so leichten Druck drauf. So, hier rein. Ja, der ist aber weit jetzt. Oh, sorry. Ist ja auch hier, dass man das sieht in der Kamera. Okay, man muss auch darauf achten, dass man jetzt hier bei dem, welcher ist das? Der mittlere Pin. Da ist jetzt quasi der Pin, der bewegliche Pin im Zylinder. Den habe ich jetzt zu hoch gedrückt. Deswegen geht es jetzt nicht. Ein bisschen Druck wegnehmen. Mal ganz raus hier. Nicht, dass die Feder jetzt in Morse ist. Nee. Der mittlere, der will nicht. Der ist ein bisschen störrisch. Na, jetzt haben wir es. Na, komm raus. So, und auf ist die Karre. Ja, cool. Macht schon Laune. Probieren wir mal den anderen. So. Mal sehen, was der so sagt. Okay. Erstmal sehen. Komm raus. Ja, also die Funktionsweise hier. Wahrscheinlich das gleiche in Grün. Fokus. Danke. So, same procedure. Da sieht man die alten Nupsis. So. Fertig. So, probieren wir hier mal unser Glück. Ich nehme mal wieder einen anderen. Nehmen wir mal den alten Höcker hier. So. Da. Fokus. Ja gut, man kann sich's ja denken, wie der aussieht. Gut, dann müssten wir jetzt hier da oben den nehmen. So, hier nein gedrückt. So. Also man muss da wohl irgendwie immer so ein bisschen vor und zurück knubbeln. Und dabei immer leichten Druck haben. Druck. Oh, und da haben wir es. Nice. Ja, cool. Zwei Schlösser geknackt. Mal sehen, ob ich mich mal an der Haustür probiere. Das kann man eigentlich mal probieren. Ja, muss ich mal gucken, ob ich da auch noch was packe. Ja, von daher. Warte mal. Ich schalte mal eben um zur Haustür. Vielleicht schaffe ich da ja was. Eine Sekunde. Schnitt. So, da ist jetzt meine alte Schmandtür. Ziehen wir den mal raus. Also, das ist auch ein ganz normales. Ne? Wo ist er? Hallo? Da. Ist nochmal der Schlüssel. Das hat ihn nicht jeder gesehen. Jetzt kann jeder hier einbrechen. Nehmen wir den mal wieder. Und den alten Stieltyp hier. Könnte ich jetzt den Bildschirm umdrehen? So, jetzt sehe ich auch, was ihr seht. Ne, wie war das? Andersrum. Das heißt, ich muss diesmal von oben drücken. Oh, scheiße jetzt. War das so rum? Ja, doch. Ich fange jetzt mal so an. Weil ihr seht gar nichts. Ich drehe mich mal eben um. Moment. Schawups. So, jetzt sehe ich halt nicht, was ihr seht. Ja, doch, so geht das wohl irgendwie. Also den erstmal rein. Okay. Nee, nicht okay. Moment.
So vielleicht. Das ist schon deutlich kniffliger. Da ist eine. Ich glaube, dafür reicht mein Skill noch nicht. Da muss ich noch mal aufleveln. Ich nehme noch mal den anderen. Den komischen Marshmallow Mann. Ich habe halt das Gefühl, weil der so rund ist, ne, da verhakt er sich nicht so leicht. Dann habe ich nur noch 3 Minuten Akku. Ist zu dick hier. Nee, der ist zu dick. Der ist zu dick. Nee, da muss ich noch mal üben. Naja. So, das hätte ich fast vergessen. Nochmal kleiner Nachtrag. Ich schneide das irgendwie dazwischen jetzt, also nicht wundern. Die Anleitung ist übrigens auch auf Deutsch und ziemlich gut bebildert, muss ich sagen. Also, viele Bilder und auch farblich und alles. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also von der Anleitung her, da Italiano, falls sie auf Italienisch steht. Ja, die Anleitung hat auch ein Lob verdient. Lobanleitung. So, ich halte die Kamera jetzt noch mal kurz in der Hand einfach. Ja, im Großen und Ganzen. Yeah. Schmeiße ich dort einfach mal weg. Das Ding war kein Problem. Das Ding hier war eigentlich auch kein Problem. Also ich habe das, wie gesagt, noch nie vorher gemacht. Und quasi auf Anhieb geknackt, die Dinger. Gut, ist auch leicht, wenn man sieht. Aber trotzdem finde ich schon cool. Hat Spaß gemacht. Naja, man muss halt üben. Das ist ganz klar. Das sind halt, ja, so dicke Dinger, so dicke Schlüssel, da hat man halt viel Platz in den Schlössern, um da rumzufuhrwerken. Der Haustürschlüssel eben, oder der Wohnungstürschlüssel, der ist halt das wesentlich schmaler gewesen. Ja, von daher, wie gesagt, Übung macht den Meister. Und für den ersten Versuch fand ich es cool, hat Spaß gemacht. Und ja, jetzt muss ich halt üben. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Oder ihr habt Lust, euch sowas auch zu holen. Dann, wie gesagt, unten ist der Link drin. Würde mich freuen, wenn ihr darüber kauft und über einen Daumen und Abo sowieso. Und ja, viel Spaß beim selber probieren. Also dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.